Als Merkel gestern verfügte, die Wahl in Thüringen zu annullieren oder, Zitat, rückgängig zu machen, stand sie neben dem südafrikanischen Potentaten, der gleichzeitig Anführer der Clique afrikanischer Diktaturen ist. Hallo, hier ist Wim, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Als Merkel verfügte, die Wahl in Thüringen zu annullieren oder, Zitat, rückgängig zu machen, und im Hintergrund entsprechende Maßnahmen liefen, steht der südafrikanische Potentat namens Ramaphosa neben ihr, der seit Februar 2018 amtierende Präsident der Republik Südafrika ist ein Mann, dessen politische Gegner umkommen wie die Fliegen. Das ist Afrika laut BBC und der größte Teil ist unfrei mit Tendenz zu Schlimmerem. Diese Länder haben sich verändert innerhalb von 10 Jahren zum Schlechteren. Herr Ramaphosa, südafrikanischer Präsident, amtiert seit Februar 2018 und die Welt schreibt über ihn: Südafrikas Präsident wirbt vor der Wahl mit kompromisslosem Kampf gegen Korruption. Und jetzt kommt's. Doch wer die illegalen Machenschaften in seiner Politik aufdeckt, schwebt in Lebensgefahr. Das schrieb die Welt noch im Mai 2019. Und der Tagesspiegel schreibt ebenfalls im September 2019, die Zahl der Morde stieg in einem Zeitraum von 12 Monaten auf mehr als 21.000. Wie gesagt, Ramaphosa amtiert seit Februar 2018. An der Ermordung südafrikanischer weißer Farmer hat sich seit seiner Amtsübernahme nichts geändert. Ganz im Gegenteil. Inzwischen ist ganz konkret von Enteignungen die Rede. Die Regierung in Südafrika will weiße Farmer enteignen, erfahren wir aus neutraleren Medien aus der Schweiz. Danke für die Aufmerksamkeit.